So, drei Stück. Sicherheitslücke entdeckt. Die dürfen nicht kaputt gehen, ne? Das ist unser Problem. Diese Kisten müssen wir aufsammeln, nicht kaputt machen. Aber hier, siehst du, da ist eine Freundin, die hilft uns. Die heißt ernsthaft Evil Wonder Woman und sieht aus wie Circe? Oh Mann. Ich sehe, dir ist die Ironie dabei nicht entgangen. Aber ist doch scheiße. Ist doch schön, wenn die Leute kreativ sind. Ja, ich finde auch irgendwie so hier, So, jetzt müssen wir irgendwie doofe Kisten. Der neue Evil Batman in Suicide Squad, der war auch interessant. Evil Batman? Du darfst nicht hier sein. Yeah, die heißt doch Evil Wonder Woman, oder? So, ich habe das Ding aktiviert und jetzt bin ich in einem Klotz. Dadurch, dass du die einfach weggelockt hast, habe ich das einfach jetzt. Ich brauche noch eins. Ja. Achso, ja doch. Ja. Holst du jetzt einfach Gegner und. Ja, das lief nicht so wie geplant. Was machst du denn da gerade für ein Abtheater? Jetzt hau die weg. Bam und bam. Alle kaputt. Ich darf endlich was machen, ich darf dich heilen. Der Moment, auf den du gewartet hast, er ist da. Ich versage. Ich bin ja auch einfach nur für dein Versagen da. So, das ist das letzte Ding. Lock die weg, dann sammle ich das auf. So wie ein Ruby, ja? So. Nein, die greift mich an. Wieso bist du einfach... Wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Okay, der eine, der greift mich an. Alle greifen mich an. Okay, gut, dann mach ich's halt. Ich bin sie greifen mich an. Nein! Nein, ich will mal sagen, das lief gut. Erste Bilanz? Positiv? Never play again. Okay, da ist die nächste Kiste, hier. Ja. Okay, pass auf, ich renne erstmal rein. Du rennst noch nicht rein. Ich renne erstmal weg. Jetzt folgen sie mir und warte noch. Dann kurz laufen. Nein! Die kommt zurück, du bist zu weit weggegangen. Ja, warte. Warum bist du zu weit weg? Okay, aber warte. Wenn wir den Kampf jetzt schnell zu Ende bringen, bevor das Teil abläuft. Nee, man darf es halt nicht aus Versehen dagegen schießen, wegen dem automatischen Aim. Ja, deswegen müssen wir schnell kämpfen und die töten. Ich habe die Kleinen jetzt platt gemacht. Perfekt. Wow, das war die... War ja überrascht anspruchsvolle Quest dann, ja. Ziel ist es, den Planeten und wir haben eine Hose bekommen. Indem er sie alle in einen primitiven Zustand zurück. Werden überwertet Hosen. Ich wollte ihn für die Stubenhocker erobern, aber ich bin bisher nie dazu gekommen, ein solches Gerät zu bauen. Grodd und seine Truppen planen ihren Angriff auf die Star Labs, um sein Übertragungsgerät wieder zu erlangen. Und hoffen auf etwas affige Unterstützung. Grodd hat einen Kommandanten, der dir alles geben kann, was du brauchst, um in den Star Labs ein Affentheater aufzuführen. Mhm. Ja, dann führen wir doch mal ein Affentheater. Die machen jetzt echt diese Affenwitze. Oh man. Ich dachte, wir sind schon scheiße. Aber Lex Luthor ist anscheinend nicht besser. Wir haben genau den richtigen Club gefunden. Da hat wohl einer unser Let's Play gesehen. Grüße gehen raus an Lex L. aus Metropolis. Lex L. Das klingt nicht gut. Oh, das Gebäude ist größer, als ich gedacht habe. Nicht hochgekommen. Ja, irgendwie schon. Ach, müssen wir nach oben? Nein, wir müssen auf der anderen Seite. Ja, ich wollte auch drüber laufen. Ja, da habe ich gemerkt. Uiui. Ui.
Unser Angriff hat nicht nur die Star-Transporter, die Grodds Technologie transportiert haben, dem Grodd sagte, du würdest kommen, sondern auch andere. Hier ist der letzte Teil unserer Umwandlung. Ja, alles klar, Gorilla-Leute. Jo. Dieses Gerät ist aus Grodds. Der Affe ist los. Technologie von der Gorilla-Insel gehackt. Seit Ultra Humanite versucht hat, die Insel einzunehmen, musste Grodd improvisieren. Genieße es, solange es funktioniert. Ja. Yeah. Die Gorilla-Insel haben wir, glaube ich, auch schon hier kennengelernt. Jo. Mit unserem tollen, überlevelten Kumpanen. Mit der Clownsmaschine. General Grodd hat dieses Gerät brillant konstruiert, um die Bewegungen der Gorilla-Armee zu verschleiern. Basis benachrichtigen. Ich bin getroffen. Nein, die Teile dürfen wieder nicht kaputt gehen. Oh, das sind die gleichen Gegner. Und die gleiche Art von Quest. Das ist unerhört. Nein, geh weg. Einer von Grodds geistlosen Schlag. Geschenk zwingt mich. Okay, lockst du die wieder weg? Ja. Nee, das Ding, das müssen wir kaputt machen. Ja, aber wir müssen es kaputt machen. Okay. Das ist angenehmer. Also ich kann das gerade nicht aufsammeln. Also ich meine, das müssen wir dann kaputt machen. Okay, gut, da steht halt verwende, aber... Ich konnte es gerade nicht verwenden. Ja. Alles, was ich habe. Aber bleib weg von oder ist das hier? Ah, nee, stehlen. Ach, keine Ahnung. Also egal. Einfach ballern. Ignorieren. Einfach kaputt hauen. Alles nur das nicht. Ich. Ah! Warum tust du das? Es tut so weh. Stärke durchströmt mich. Ich brauche Verstärkung. Sie haben einen Umwandler. Was ist das? Was hast du mit mir vor? Boah, das große Ding können wir für Affen. Ja, ich kann es nicht benutzen. Ja, dann bekommen wir sogar Fortschritt, okay. Yay. Scheint richtig zu sein. Jetzt hat man halt voll Angst wegen dieser einen Quest. Die war ja jetzt auch nicht so geil. Das darf nicht in die falschen Hände gelangen. Was? Ja, du musst diese Flugzeuge kaputt machen. Natürlich. Was denn sonst? Ich gebe dir alles, was ich habe. Aber bleib weg von mir. Bitte. Nein, bitte. Ich besitze zwei Hochschulabschlüsse. Warum tust du das? Oh. Also ganz ehrlich, ich find's gerade super unspannend. Was? Es ist halt irgendwie gerade so... So nach Wonder Woman so, komm, bleib doch da. Ist das da gerade ein Held? Nee. Und du kannst gegen ihn kämpfen. Ich war gerade irritiert davon. Kämpf gegen ihn. Ernsthaft? Also, kämpf gegen ihn. Also ich? Nee. Doch, doch. Führerschein? Ich bin getroffen. Evil Wonder Woman ist auch übrigens in der Nähe. Wonder Woman? Evil Wonder Woman. Ah, ich dachte gerade schon. Kennst Ich glaube, wir haben wieder die Session-mäßige Roboter-Stimme. Ernsthaft? Ja, jetzt wieder weg, aber. Das ist jede Session so, also. Ja, ich höre es bei dir nicht. Es spricht halt nicht für mein Internet, aber. Ja! Geschenk zwingt mich! Das ist unerhört! Ja, gut! Oh, du bist fast down, ne? Achtest du eigentlich auf dein Leben? Ja, manchmal. Nein, bitte! Alles nur das nicht! Grodd ruft! Ja, komm mal da! Halte sie auf! Ich so, wir müssen was so viel ein. Machen hier. Ich brauche Verstärkung! Aber echt? Zu viel. Warum tust du das? Es tut so weh. Jojojo. Was ist das? Jojojo. Was hast du mit mir vor? So. Da ist noch... Oh, Evil Wonder Woman ist wirklich da.
Jo. Ja, ich weiß gerade auch gar nicht, was ich zu diesem Spiel jetzt sagen soll, weil wir klatschen einfach Millionen Roboter, machen ein paar Affen und das dauert noch 10 Minuten. Nein, bitte. Alles nur das nicht. Und vor allem ist jetzt gerade noch nicht ersichtlich, ob wir jetzt gegen Brandy kämpfen oder ob jetzt wieder eine ganze Storyline. Ja, ich habe ernsthaft gedacht, dass wir jetzt mal was irgendwas Cooles erleben und jetzt wieder, übrigens cooler Coach, bla bla. Das ist so, soll das noch für einen Scheiß machen? Das mit Wonder Woman war ja gerade ganz cool. Deswegen dachte ich jetzt. Ja, jetzt kommt's in Fahrt. Nicht hier. Jetzt. Theoretisch hast du noch 1 Million Booster-Gold-Aufgaben. Oh ja. Gut, verwandeln müssen wir die Typen nicht mehr. Zu ignorieren wir das. Momentan. Wir müssen noch sehr viele Sachen stehlen. Ja. Basis benachrichtigen. Das ist richtig. Zu viele Sachen. Zwei weitere Rekorde haben wir gestohlen. Das Doofe ist, wir können nicht mal richtig entkommen vor den Gegnern. Sonst würde ich sagen, man kann ja wegrennen. Ich glaube, wir brauchen noch ein Teammate. Wir laden Evil Wonder Woman ein. Ich gebe dir alles, was ich habe. Aber bleib weg von mir. Bitte! Ach. Nur meins. Das bringt frischen Wind. Weil irgendwie der Progress ist gerade. So. Ja, wir müssen halt gegen die Kisten einfach nur anschießen. Einfach nur die Kisten. Ja, aber trotzdem ist der Progress irgendwie dadurch so. Es fühlt sich nicht gut an. Verstehst du, was ich meine? Ich habe ein Overall des Opportunisten geschenkt bekommen. Okay, Quest. Star Labs ist angeblich die beste Forschungseinrichtung von Metropolis. Man arbeitet dort mit Superman an den Exobytes. Man sollte denken, sie haben sich auf etwas wie eine Affeninvasion vorbereitet. Ja. Wir können weitergehen, endlich. Aber er braucht ein Ablenkungsmanöver, um die Star-Truppen hier draußen zu beschäftigen. Ist bei dir Lexufa auch leiser als denn je? Ja, aber so einiges. Da, ganz ehrlich, das ist auch etwas, was ich bei manchen Spielen nicht verstehe. Was machen manche Leute bei der Abmischung falsch? Ja, einfach alles auf einen Pegel. Kann nicht so schwer sein. Wenn das der Job von einem ist, vor allem. Damit zu arbeiten. Ja, also, du kriegst es doch mit, ob man das hören kann. Also. Vor allem kann man es auch noch hinterher ändern. Gerade spießen. Oh Gott, ich habe gerade krass viel Schaden. Du auch. Ja. Diese Geschütztürme machen viel Schaden. Die in Kugeln. Nehmen wir die Nebenquest von Salazar an? Nee, oder? Ach, können wir ruhig. Okay. Die extra XP und dann, bevor wir irgendwie unterlevelt sind. Okay. Also, Kommandant Salazar. Diese Starlabs-Geschütze hindern uns daran, den Vordereingang zu stürmen. Grodds Truppen. Ach ja. Geschütze kaputt machen, ja. Cool. Evil Wonder Woman ist da. Die hat tatsächlich wahrscheinlich genau dieselben Quests wie wir. So. Kann ich jetzt. So, das Ding ist wenigstens mal kaputt. Kaputt! Hier. Nein, bitte. Das Ding ist erledigt. Was? Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich finde vor allem diesen einen NPC im Hintergrund toll, der die ganze Zeit sagt, ich besitze 2 Hochschulabschlüsse. Ja, das. Ich weiß nicht, ob er bei dir auch. Nein, töte mich nicht, ich hab 2 Hochschulabschlüsse. Nicht ein Keks. Vor allem, das kommt richtig gut, wenn ich immer töten will. Komm, ich gebe noch mal kurz an. Ja, ne? Das wird helfen. Ich bin besser als die anderen, ich habe nämlich 2 Hochschulabschlüsse. Mein Leben ist mehr wert. Als die nur einen haben. Zerstörung
Aber zwei, das sind nur die krassen. Oh ja, diese Geschütztürme. Ich hasse es. Aber immerhin mehr Action. Weißt du, was mich halt auch, glaube ich, in diesem Gameplay stört, was ich jetzt so langsam gemerkt habe? Dieses, dass fast nicht jeder Gegner bei jedem Treffer irgendwie wegstößt. Ja, das hasse ich auch. Und dann kannst du halt ein paar Sekunden nichts machen. Du bist dann einfach... Und wenn dich einfach drei Gegner einfach einmal schlagen, dann kannst du wirklich nichts machen. Egal wie gut oder wie kacke du bist, du kannst einfach nichts machen. Yep. Das ist doch nicht gutes Gameplay. Ja, da hast du recht, das sieht anders aus. Das spiel ich doch lieber Ruby. Oh ja, der Hordenmodus. Okay, ich hab mich doch umentschieden. Sometime. Nein, der Hordenmodus mit Geschützen. Aber die Geschütze sind auf unserer Seite. Oh, das ist ein Ausrufezeichen. Du wolltest vorher nicht gegen ihn kämpfen? Ja. Ich kämpfe gegen ihn. Ernsthaft? Ja. Er hat nicht angenommen. Er hat Angst. Schockierend. Entsetzlich. So. Lass ihn nicht die Signalfeuer deaktivieren. Selbstzerstörung wird angeleitet. Endlich. Flash und alle anderen Supertempo-Typen beziehen ihre Kräfte von der Speed Force oder einer extradimensionalen Energieebene, einem Reich oder einem Quantenraum oder sowas in der Art. Ich habe es nie ganz verstanden, aber es hat es in sich. Und da beide Flashs da sind, solltest du dich auf einen rasanten Kampf gefasst machen. Beide Flash? Okay. Dann gehen wir rein. Jo. Oh, wir können auch eine Quest annehmen. Draußen. Zu spät. Ich bin drin. Ich kann noch mal rausgehen. Also. Ja, wir müssen dann Energiegeneratoren in dem Star Labs kaputt machen. Also soll ich noch mal rausgehen? Kannst du ruhig. Ich will ja nicht, dass du mir XP ersetzt. Mr. Luther möchte die Angelegenheit unter Dach und Fach bringen. Okay. Grot noch was? Ich informiere sofort Grot. Ja. Ja, der darf ruhig Grot informieren. Denn Grot ist ja momentan jetzt unser Gott. Ja.